Omnis. Hardcover. Rein angefangen, rein abgeschlossen. Der Dezember war nochmal ein richtig starker Monat und deshalb zeige ich euch jetzt ein paar Highlights, die ich in diesem Monat gelesen habe. Anfangen tun wir gleich mit was Besonderem und zwar einem Event. Und zwar Devil's Reign. Das Ganze habe ich mir hier als Trade Paperback geholt, wo aber auch nur die Haupthefte drin sind, das heißt nicht die deutsche Veröffentlichung mit den ganzen Tie-ins. Nicht unbedingt, weil ich die Tie-ins jetzt so direkt super uninteressant fand, sondern weil ich einfach, ehrlich gesagt, einfach möglichst schnell durchkommen wollte. Hier und da habe ich mir schon überlegt, ob ich vielleicht nochmal Tie-ins nachhole, sei es zum Beispiel die Superior 4, was das war, oder auch diese ganze Thunderbolts-Geschichte. Trotzdem war ich erstmal happy, das Hauptevent zu lesen. Und bei diesem Event ist es auch so, dass man echt gut nur mit den Hauptheften durchkommt. Was kann ich dazu sagen? Es ist halt fast schon Peak Zdarsky, viele Charaktere und er schafft es trotzdem, sie alle unter einem Hut sehr geil miteinander zu verbinden. Das Event an sich hat mir richtig gut gefallen und ich muss sagen, es ist ein cooles Stück in dieser Chip Zdarsky Daredevil-Ära Geschichte, aber man sollte es eher als Zwischenstück betrachten und nicht unbedingt als dieses große Finale von seinem Daredevil-Run. Weil Paperbacks langweilig sind, habe ich hier auch gleich das nächste große Ding, worüber ich jetzt schon immer mal wieder geredet hatte und was ich schon angeteased hatte, und zwar die Punisher Collection Band 1. War ja auch im letzten Haul-Video dabei und ich habe es auch schon mal kurz im Community-Tab erwähnt. Und ich habe diesen Band auch, nachdem ich ihn geholt habe, quasi direkt durchgelesen. Das Ganze meine erste größere Auseinandersetzung mit Garth Ennis, das erste Mal Zeichnungen von Steve Dillon und das erste Mal eine längere Ongoing von Punisher. Ich habe Punisher davor zwar schon gelesen und bin noch in der aktuellen Ongoing rein, aber das wird ja als so Punisher-Klassiker gehandelt, weshalb ich da unbedingt einfach mal reinschauen musste. Und ich kann verstehen, warum es diesen Klassiker-Status hat, besonders zu der Zeit, als es rausgekommen ist, war das sicherlich richtig gut, aber man muss hier ganz klarer Garth Ennis-Fan sein und da ich ihn zwar mag, aber jetzt kein Todesfan bin, waren hier trotzdem ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben. Garth Ennis zieht sehr viel mit seinem schwarzen Humor und auch mit seinem mit seiner Brutalität. Und eben diese zwei Sachen standen hier teilweise für mich persönlich leider im Zwiespalt oder sich gegeneinander, wodurch ich durch den schwarzen Humor die Brutalität nicht ernst nehmen konnte oder durch die Brutalität der schwarze Humor für mich teilweise unplatziert war. Trotzdem hat mir das Ganze insgesamt relativ gut gefallen und hier und da war noch einzelne Hefte dabei, wo ich es richtig gespürt habe, das ist was richtig Gutes. Und ich werde mir auf jeden Fall noch den zweiten Band holen, denn dort geht es los mit der Punisher Max-Reihe, das heißt noch düsterer, noch brutaler und da freue ich mich richtig drauf. Was ich auch auf jeden Fall noch sagen muss und ich hoffe, das schockt jetzt nicht zu viele, die Zeichnung von Steve Dillon, die beiden sind ja ein quasi Traumteam und haben ja schon vieles zusammen gemacht, haben mir leider fast gar nicht wirklich gefallen. Sie waren passabel, mehr aber auch nicht. Wobei ich weiß, dass es auch hier teilweise leider an der Kolorierung liegt. Denn obwohl Steve Dillon, und das war ja früher in seiner Karriere, auch Preacher mit Garth Ennis gezeichnet hat, gefällt mir das da tatsächlich ein bisschen besser. Hier geht leider viel von seinen Details und seiner Finesse verloren, habe ich das Gefühl. Und die Kolorierung ist halt generell einfach sehr, sehr flach. Trotzdem, wie gesagt, hat mir alles in allem das Ganze ganz gut gefallen und ich werde im zweiten Band noch reinschauen. Kein Omnibus, trotzdem ein sehr geiler Abschluss, den ich letztes Jahr noch hinbekommen habe. Gideon Falls Deluxe Edition Book 2. Hier jetzt, wie gesagt, die englische Ausgabe. Hatte ich auch im Haul-Video erwähnt und habe ich auch direkt gelesen, nachdem ich es bekommen habe. Und ich habe schon im Voraus viel über das Ende gehört, nicht unbedingt was Spoiler angeht, aber dass viele mit dem Ende leider relativ unzufrieden waren. Und diese Kritik kann ich verstehen, trotzdem war das Ende für mich kein kompletter Durchfall oder so. Fast schon im Gegenteil. An sich ist es so, um es kurz zusammenzufassen, die ganze Story sollte eigentlich insgesamt 30 Hefte bekommen. Aber relativ kurz vorm Schluss hatte sich dann, weiß ich nicht, Jeff Lemire entschieden oder Image gesagt, okay, das wird doch nichts und es sind nur 27 Ausgaben geworden. Und das größte Problem, was ich mit dem Ende hatte, ist, dass ich gemerkt hatte, diese drei Ausgaben, die fehlen, hätten dem Ganzen meiner Meinung nach, glaube ich, nochmal richtig gut getan, die Charaktere weiter auszubauen und besonders das Ende, was dann
etwas gerusht rüberkam, einfach länger, ja, ziehen zu können, ohne das jetzt böse zu meinen. Trotzdem für mich eine sehr geile Reihe, die ich auch so trotzdem gerne weiterempfehle. Apropos Reihen beenden. Hier habe ich jetzt noch ein Hardcover, und zwar Marvel Inferno von Jonathan Hickman, was auch quasi den Abschluss zu seiner X-Men-Ära bildet. Und ich muss sagen, ein Abschluss, der mir gut gefallen hat und auch deutlich besser gefallen hat, als ich es erst gedacht hätte. Denn ja, auch dieser Band war wieder verwirrend geschrieben. Ich meine, es ist Jonathan Hickman. Trotzdem hat es mir gefallen und es hat halt trotzdem auch einfach nochmal wieder Sinn ergeben und hat sich auch angefühlt wie ein kleiner Abschluss. Aber da, das ist auch mein größter Kritikpunkt, es ist halt nur ein kleiner Abschluss. Man merkt absolut, dass es halt auch hier wieder nur ein Zwischenstück ist und dass es mit den X-Men eigentlich nochmal weit, viel weiter geht, als es hier jetzt den Anschein macht. Trotzdem für mich ein wichtiges Stück, jetzt hier in der X-Men-Geschichte und natürlich auch für Jonathan Hickman. Immerhin ist er hiernach weggegangen quasi und hat die X-Men erstmal wieder hinter sich gelassen. Ihr merkt schon, es war ein ziemlich starker Indie-Monat und da habe ich nicht nur Hardcover oder Paperbacks, nein, ich habe auch mal wieder ein paar Hefte. Und auch wenn ich die sonst immer eher weniger in den Videos erwähnt hatte, habe ich auch mein Abo-Modell ab dieses Jahr ein bisschen umgestellt. Denn ich habe bis auf Daredevil alle Superhelden-Abos rausgenommen, einfach weil ich merke, das lohnt sich für mich nicht. Ich kriege die günstiger im Paperback, wenn nicht sogar im Omni und es ist einfach zu viel. Aber nichtsdestotrotz will ich dieses Heft-Feeling einfach haben, auch wenn ich den Mehrpreis dafür bezahle und habe mich dafür jetzt nach ein paar Indie-Comics umgeschaut. Denn dort lohnt sich das für mich meistens ein bisschen besser, weil ich diese abgeschlossenen Stories habe und auch Miniserien zum Beispiel verfolgen kann. Und da lohnt es sich für mich auch einfach im Heftformat. Deshalb habe ich mir geholt Vanish, die neue Reihe bzw. Serie von Donny Cates und Ryan Stegman. Auch wieder auf Superhelden angelehnt, aber natürlich halt im Indie-Universum. So viel kann ich euch nämlich zum Beispiel sagen, das ist kein Superheld, das ist quasi ein Zauberer. Mit leichten Flair von The Boys und ordentlich Brutalität macht das Ganze hier richtig Spaß. Und besonders auch mit den Zeichnungen von Ryan Stegman hat mich das hier und da ein bisschen so an die, ja, 90er-Zeit der Comics erinnert. An Spawn, vom Vibe, von den dreckigen Gassen, wo rumgerannt wird, von der Brutalität und auch so ein bisschen von den Archetypen der Charaktere. Auf jeden Fall kann ich so viel schon mal sagen. Die ersten drei Hefte, die ich hier gelesen habe, haben mir soweit gut gefallen und ich werde das Ganze auch weiter verfolgen. Nicht nur, weil es Donny Cates ist, sondern weil es mir auch einfach ganz gut gefallen hat. Und weil das dritte Heft zugegeben einen ziemlich großen Cliffhanger hatte. Wovon ich bis jetzt aber nur ein Heft habe, was mich aber jetzt schon mehr überzeugt hat, als ich gedacht hatte, All Against All. Das Ganze habe ich nur in einer kurzen Leseprobe gesehen und ist jetzt hier, beziehungsweise wird als fünfteilige Miniserie veröffentlicht. Und ja, so wie das Cover aussieht, sehen auch die Zeichnungen drin aus. Was für mich der wahrscheinlich größte Selling Point war, weil ich diese Zeichnung so cool fand. Und als ich dann kurze Nachforschung angestellt hatte und gesehen habe, die Zeichnungen drin sind auch so, war es für mich ein Done-Deal und ich wollte es mir zumindest anschauen. Das erste Heft hat mir echt gut gefallen und mit der Voraussicht, dass es auch nur 5 werden, denke ich, könnte das ein richtig cooles Ding sein. Machen wir aber erstmal weiter, denn hier habe ich schon etwas Abgeschlossenes. Mein Weihnachtsgeschenk von Nerdman an mich, beziehungsweise von Rasmus an mich, und zwar Heathen, die Complete Collection. Hier jetzt das englische Trade Paperback, einfach aus dem Grund, ich glaube, das gibt es bis jetzt noch gar nicht in Deutsch veröffentlicht. Nicht als Paperback und auch nicht als Hardcover. Das Ganze ist ein Indie-Comic, was ich jetzt schon länger auf meiner Liste hatte. Hier geht es um eine Wikinger-Dame, und zwar Aedis wird es ausgesprochen, hoffe ich zumindest, die von ihrem Volk verstoßen wird. Und auf ihrem Weg, ja, dorthin zurückzufinden, beziehungsweise sich zu beweisen, ja, läuft sie einigen Göttern über den Weg, einfach anderen Menschen aus dieser Ära, andere Ausgestoßene, und man lernt einfach dieses ganze Zeitalter und die Götter doch ganz gut kennen. Natürlich nicht alle, denn es ist dann doch relativ dünn, aber für alle Fans von Medieval und vielleicht auch mit dieser, ja,
Thematik, die sich damit auseinandersetzen wollen, relativ interessant. Für mich hat es auch vom Timing ganz gut gepasst. Ich habe nämlich zur selben Zeit wieder God of War gespielt und ein paar Götter kommen dann hier auch wieder vor. Das war ganz lustig für mich. Ich kann euch auf jeden Fall sagen, ich weiß nicht, ob das überhaupt jemals in Deutsch rauskommt, denn es ist ein sehr kleiner Verlag, selbst im Englischen. Und deshalb, wenn ihr der englischen Sprache mächtig seid, schaut hier mal rein. Es ist eine abgeschlossene Story. Der ganze Band ist auch gar nicht so teuer. Ich glaube, den kriegt ihr für 20 Euro 12 Hefte. Und da seid ihr auch vergleichsmäßig relativ schnell durch. Mir hat es gefallen und es ist für die Leute, die sich für das Thema interessieren, auch eine Empfehlung wert. Jetzt kommen wir nochmal zu was Großem, was für mich schon fast wirklich ein Überraschungshit war. Denn klar, ich kaufe mir jetzt kaum noch Sachen blind. Das heißt, ich habe mich insofern informiert, dass das Ganze gut sein sollte. Aber dass es so gut ist und mir so sehr gefällt, hätte ich nie erwartet. Und zwar habe ich hier nochmal einen Omnibus. Und zwar den Batwoman Omnibus. Den habe ich euch ja im letzten Omnibus-Haul-Video vorgestellt und jetzt im Dezember endlich gelesen. Und was soll ich sagen? J.H. Williams und die ersten Hefte mit Greg Rucka, der einen quasi in diese Welt einführt, sind der Wahnsinn. Und J.H. Williams Zeichnungen sind unfassbar. Manche Seiten sind so voll mit Details, aber trotzdem so klar zu erkennen und Seitenverläufe, Panelverläufe machen da richtig, richtig Spaß, das zu lesen und einfach anzugucken. Und Batwoman, die für mich in den letzten Jahren leider wieder in ein eher schlechtes Licht gerückt ist, durch die absolut cringehaftige und, also sowie innerhalb als auch außerhalb cringehaftige Batwoman-Serie, wo Schauspieler, Produzenten sowie das Marketing komplett reingeschissen haben, war ich zwar dran interessiert, aber sehr vorsichtig. Und das hat mich richtig, richtig überrascht. Und es ist ja kein krasser Spoiler. Kate, die hier Batwoman ist, die Hauptcharakterin, ist lesbisch. Und das nimmt einen größeren Teil hier in der Story an, als ich gedacht hatte. Und dieser Teil interessiert mich viel mehr, als ich gedacht hätte. Also ja, ein Überraschungshit und viel besser, als ich gedacht hätte. Batwoman, hier das Ganze ist der New 52 Run. Und wenn ich mich nicht irre, sollte der auch komplett auf Deutsch in Paperbacks erschienen sein. Das heißt, wenn es euch interessiert, gebt den wirklich einfach mal einen Versuch. Mir hat's sehr gefallen. Und auch den Rebirth Run würde ich gerne noch lesen. Der ist noch relativ kurz gewesen, deshalb werden es da wahrscheinlich die Paperbacks. Aber der Charakter hat es mir jetzt doch mehr angetan, als ich gedacht hätte. Und es macht auch rückwirkend ein paar Stories cooler, wie zum Beispiel Detective Comics von James Tynion, wo sie ja auch eine relativ große Rolle spielt. Also, Batwoman, auf einmal ein coolerer Charakter, als ich gedacht hätte, mit einer cooleren Backstory und besonders einer cooleren Solo-Story, als ich gedacht hatte. Und das war's. Die Comic-Highlights aus dem Dezember, mit denen ich euch einfach mal, oder über die ich einfach mal mit euch reden wollte. Hier und da habe ich noch ein paar andere Sachen gelesen, die ich aber jetzt nicht hier einfach in das Video reinpacken wollte, wie zum Beispiel Berserk. Dazu möchte ich irgendwie nochmal extra was machen. Das waren jetzt aber, wie gesagt, die Sachen, die ich euch auch einfach wirklich gerne empfehlen würde. Und generell muss ich sagen, der Dezember war nochmal ein richtig guter Monat an allem, was ich gelesen habe, was ich abgeschlossen habe und auch neue Sachen, die ich angefangen habe. Ja, und dann war es halt auch der letzte Monat vom letzten Jahr. Ich kann euch schon so viel sagen, ich bin schon sehr gut in 2023 reingestartet. Und hier sieht man ja auch schon den Trend und das, was ja dieses Jahr so ein bisschen im Vordergrund steht. Bis auf Omnis von Marvel und DC sind auf meiner Prioritätenliste deutlich mehr Indie-Comics gelandet. Was mir bis jetzt mega Spaß macht. Und so viel kann ich schon mal sagen, mit meinen Vorsätzen geht es auch gut voran, denn Hellboy, ja, wird gut und viel gelesen. Dazu kommen wir dann aber auch bestimmt nochmal im Laufe der nächsten Zeit. Das war es jetzt erstmal von dem Recap. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich hoffe, ihr fandet es interessant. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, Leute. Ciao.